Kürzerer Weg. Peu à peu entspannt sich die Lage um den Bahnhof. Seit heute haben es Fußgänger zwischen Bahnhof und Bushaltestelle wieder etwas leichter. Der Weg durch die Baustelle wurde verkürzt und ist ab sofort freigegeben. Busreisende erreichen den Osteingang des Bahnhofs sowie den Bahnsteig 1 wieder bequemer. Im Januar soll dann die Verkehrsumstellung in der Fetschauer Straße folgen. Dort fehlt lediglich ein neues Steuerungsteil für die Ampelanlage. Justizminister soll Direktkandidat werden. Die Cottbuser Linken wollen Anfang Januar entscheiden, wen sie als Direktkandidaten in die anstehende Landtagswahl schicken wollen. Aussichtsreichste Kandidaten für die Wahlkreise 43 und 44 sind dabei Kreisvorsitzender Matthias Löhr und der aktuelle brandenburgische Justizminister Stefan Ludwig. Der Vorstand der Linkspartei hat beide Kandidaten empfohlen. Am 8. Januar sollen die Mitglieder darüber abstimmen. Menschenrechtszentrum will Stasi-Akten. Das Cottbuser Menschenrechtszentrum wirbt dafür, dass die brandenburgischen Stasi-Akten künftig im ehemaligen Zuchthaus untergebracht werden. Man habe ein entsprechendes Konzept erarbeitet. In diesem Zuge soll das Gelände auch umgebaut werden, um künftig mehr Funktionen übernehmen zu können. Dies würde mehrere Millionen Euro kosten. So würde man gerne ein Tagungszentrum sowie ein Archiv entstehen lassen. Hintergrund der Idee ist die ungewisse Zukunft der Stasi-Akten. Die werden derzeit noch in Frankfurt-Oder gelagert.